Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zum Benson und Elina testen Influencer-Produkte. Ja. Nur der Esel nennt sich zuerst. Wir haben 6 Produkte an der Zahl. 7. 7? 7. Eins ist nämlich im Backofen. Ah, ja. Na, Überraschung. Wir werden blind raten das Ganze. Das heißt, wir werden jetzt beispielsweise diese Cornflakes nehmen. Aber Elina entscheidet, dass wir als erstes nehmen. Und dann mussten wir sagen, okay, das ist jetzt Platz 3. Und dann muss man immer weiter sich heranpirschen. Mhm. Man sieht ja schon, was wir haben. Also kann man ein bisschen taktisch überlegen, damit es am Ende auch Sinn macht. Mhm. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung, da würde mich sehr, sehr freuen. Und Elina, leg los. Okay. Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das Ding ist das hier. Was ist das? Das ist das Elevate Parfüm. Was? Ist die Probe. Weil das richtige Parfüm, ich habe ein bisschen gesaubert. Das richtige Parfüm hätte irgendwie 50 Euro gekostet und Ibo wollte, also ich hätte es auch geholt, wäre es kein Problem gewesen. Das ist halt einfach nur so eine ganz kleine Probenflasche, kostet einen Euro oder so. Okay. Ist so ein Sprüher einfach. Hä, voll interessant. Ja, dann nehmen wir das jetzt einfach, oder? Ja, ja, ja. Aber wir machen das auf diesen Dings hier, oder? Kriegt man so. So, das muss man irgendwie so. Wie macht Jeremy Fragrance das immer? Der macht one on the left. Es ist ja halt wirklich arschwenig, ist ein Milliliter. Hier so dieser Sprüher, so. Das ist, ach, jetzt. Ah, oh. Oh, ah, boah. Das haut deinen Sput weg, Alter. Ja, ich glaube, wenn du die Dose, die Sprühdose. Ich hab's inhaliert. Also. Ich würde sagen, für so einen jugendlichen. Soll ich dir mal einen Vergleich geben Typen? Von dem, was ich benutze? Also ich finde, es riecht sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Ich finde, das riecht. Nein, null. Ehrlich? Ich hol dir mal meins. Du hast ja keine Ahnung von Männerparfüm, logischerweise. Warte, ich muss mal riechen. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, meins kostet halt auch 6-mal so viel. Ja. Also. Ah. Hm. Ja, riecht schon anders. Das hier riecht sehr zieht, also nicht sehr, aber. Ja, das ist süß. Endgegner. Also das, ich finde, das ist das Beste, was ich je hatte. Ich finde, aber ich finde das auch nicht schlecht. Nee, es ist geil. Das kann das man auf jeden Fall machen. Süß, frisch, kann man im Sommer gut tragen. Ja, ist so ein Sommerding. Für junge Boys, die geil riechen wollen, finde ich das geil. Also, aber. Ja, ich finde meins jetzt besser, aber es ist natürlich auch 6-mal so teuer. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Es ist aber auch abhängig davon, wie viel, weil es gibt ja verschiedene Klassifikationen, wie viel Duftstoff drin ist. Weil meins ist zum Beispiel ein Duftöl oder so ein Kack. Und das hat dann halt viele Prozente. Mhm. Irgendwie so funktioniert das. Ja, ich würde sagen, wir können ja auf 3 gleich mal sagen. Ist halt sehr schwer jetzt zu raten. Es ist halt kein Lebensmittel. Genau. Aber es ist nicht schlecht. Aber wenn ich hier gucke, hiervon ist ja nichts. Das kann ich null einschätzen. Das könnte Imposter sein. Mhm. Aber die anderen werden jetzt halt nicht bad sein. Oh, ich habe was im Kopf. Ich habe eine Zahl im Kopf. Auf 3? 1, 2, 3. 4. Boah, Alter, wir haben fast noch keine Zahl anders gesagt. Okay, ja, 4 ist in Ordnung. Es sind halt alles gute Produkte. Ja. Das ist halt starke Konkurrenz, das Parfüm. Aber es ist natürlich günstig. Jetzt im Vergleich zu so High-End-Parfüms. Ist auch ehrlich nicht schlecht. Ist Zufall, dass wir die 4 genommen haben. Da nehme ich jetzt das, weil ich sage, ich weiß gar nicht, wie ich das testen soll. Das ist ein Haarverdicker. Von wem? Mark Eggers. Mark Eggers. Ich vermute halt, dass das ein 6er wird, leider. Echt? Ja, ich habe die Bewertung gelesen. Was macht ein Haarverdicker? Das Haarverdicken, I guess. Ja, aber wie soll das gehen? Also das ist halt eine Sprühdose. Ich glaube, das mal hier rauf auf meine. Nein, ich mach's auf meine. Wollen Sie das mal testen? Aha. Mhm. Also es ist einfach eine Sprühdose. Ich mache jetzt einfach mal so. Mhm. Ich sehe noch nichts. Ist das verdickt, Elina? Weiß ich nicht. Das riecht auf jeden Fall lecker. Ich habe sowas halt auch noch nie benutzt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das macht man doch nach dem Föhn rein und jetzt nicht so random. Ja, stimmt. Es riecht auf jeden Fall nicht stark. Also ja. Geruch ist angenehm, man kann es gut sprühen. Mein Gott, es ist ein Sprüh. Ja, aber ich kann damit jetzt nicht so krass viel anfangen. Jetzt ich habe sowas noch nie benutzt. Auf meine Birne drauf. Ich kenne halt Haarspray, die Volumen. Das ist wahrscheinlich ein Haarspray, das Volumen gibt. Tja, ob ich jetzt besser oder schlechter aussehe, ja, das könnt ihr entscheiden, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ja, müssen wir da sind wir vielleicht auch nicht so styling genug mäßig. Das ist für so High-Styler, glaube ich auch. Nee, also. Verpackung, okay. Also ich kann hier, wenn man die Verpackung ratet, dann ist es schon eigentlich schlecht. Ja, müssen wir auf die 6 packen. Konkurrenz zu stark. Das ist eine 6, leider. Ja. Weil vielleicht sind wir auch zu doof, es anzuwenden. Das kann ja auch sein. Ja, ja, no hate. Das wird schon was, no das wird schon einen Sinn haben. Aber man muss halt, du konkurrierst ja nicht gegen Schrottprodukte. Es ist ja alles stark hier. Ja, das darfst du ja nicht vergessen. Ja, ja. Du wirst ja jetzt nicht Genergy haben und das ist komplett ass. Sowas gibt es ja nicht. Mhm. Na ja, gut. Ja. Aber vielleicht werden wir ja noch überrascht. Und dann wünschen wir uns, die 6 wäre frei. Welches Produkt jetzt, Selina? Boah, jetzt ist es schwierig. Wir haben noch VitaVate, Gönnergy, Jokolade. Und
Und die sind aber auch, nee, die haben Zucker, die haben nur weniger Zucker. Von den Elevator Boys. Elevator Boys, die habe ich schon gegessen. Die habe ich mir tatsächlich mal random gekauft, ohne zu wissen, dass es von denen ist. Oh, lustig. Tatsächlich, ja. Okay. Ich glaube, wir haben schon lange nichts mehr getrunken. Und ich würde jetzt einfach mal... Ich würde Gönnergy bis zum Ende aufheben. Ich glaube, wenn das jetzt jede Sorte kosten, und so rülpst sich hier ja rum die ganze Zeit. Wir nehmen VitaVate. Okay, VitaVate-Tee ist das. Also ist ja neu oder relativ neu. Das ist direkt aufgebrühter grüner Tee. Ich habe hier Pfirsich. Mit einer guten Portion Zucker. Oh, hier steht weniger Zucker drauf. Ja, 3 Gramm. Ja, bei mir auch. 3 Gramm ist schon nicht wenig, ne? Ja, aber steht drauf. Das hat weniger Zucker als Eistee, ja. Ja, weniger Zucker. Aber wenn ich jetzt mir Tee aufbrühe, grünen Tee, hat das ja 0 Gramm Zucker. Ja, aber das ist immer so eine blöde Rechnung. Wer hat denn Bock darauf, sich grünen Tee aufzubrühen? Keiner, das ist ja logisch. Und das ist ja wie kalter Tee, so. Ich muss sagen, ich trinke daily grünen Tee, täglich. Mhm. Also normalen grünen Tee jetzt aufgekocht. Okay. Ich denke, wir denken haut das Gleiche. Mich nicht so um. Nee, haut mich auch nicht vom Hocker. Cool. Es ist schon süffig. Das muss man sagen. Mhm. 3 Gramm Zucker, ist das viel? Das ist schon wenig. Das hat halt deutlich weniger als Eistee. Eistee hat so 5 ungefähr. Wie viel hatte Paul Berger Limo? Paul Berger hatte 4,2. Okay, und das hat 3,1. Das ist schon deutlich weniger. Wenn du es prozentual siehst, ist es schon viel weniger. Ja. Aber du hast eine andere Sorte auch. Also haben wir aus der Flasche getrunken. Ja, ich dachte, das dürfen wir, weil... Na, ich werde aus deiner Flasche trinken, ich störe das nicht. Ah, ich nicht. Ja, okay. Dachte ich mir. Schmeckt auf jeden Fall anders. Mhm. Besser oder schlechter als grüner Tee? Klar, ich würde es... Du meinst, das ist normaler grüner Tee. Ja. Das kann man schwer vergleichen. Es schmeckt schon besser, aber grüner Tee ist doch grüner Tee einfach nur. Okay, ich warte. Das ist richtig schön. Bei welche Plätze sind weg? 4 ist weg, ne? 4 und 6. 4 und... Ja, genau, 4 und 6. Also ich glaube, ich habe... Okay, das heißt, das sind also 1 und 2. Nee, das heißt, wir müssen 4 oder 5. Nee, wir haben ja 4 schon. 5 oder 3. 5 oder 3. Und haben wir die 1 schon? Nee. Nein, aber die gebe ich auf jeden Fall nicht. Deswegen. Ach so, okay. 5 oder 3. Was habe ich denn hier noch so liegen? Hm. Ich habe halt die, also das hat mir, das weiß ich halt schon. Das ist nicht so ein High-Roller-Produkt halt. Oh, okay. Deswegen, und Gönnergy kann ich habe tatsächlich noch nie Gönnergy getrunken. Wirklich noch nie. Also ich kenne das gar nicht. Ach so, okay. Also das, dann wird es gleich spannend. Ja, Schokolade ist ein Burner, da kannst du auch nicht viel falsch machen, glaube ich. Das wird safe schmecken. Ich denke aber, dass das hier, das wird für mich die 5 sein, denke ich. Welche Sorte? Classic einfach. Zimt. Es gibt aber nur Zimt, glaube ich. Und warte. Die heißen ja auch Cinnamon Rollies. Wie viel Zucker? Dreht sich alles rum, Zucker. 10 oder so, 15. Schon oh, viel. Das ballert. Nee, 5. Ja, können wir callen, aber okay, dann locken wir 5 ein. Ich call 5. Aber weil du hast ja auch ausgewählt. Aber für mich erst eine 3. Hm. Aber okay, dann machen wir 5. Tja, paar 5 fand ich deutlich besser, muss ich sagen. Na, dann machen wir jetzt die, macht ja Sinn. Das sind Cinnamon Rollies Cornflakes von den Elevator Boys. Dann gibt es hier erstmal eine Schüssel. Was kannst du falsch machen mit 15 Gramm Zucker und Zimt? Ja, es hat schon deutlich weniger Zucker als normale Cornflakes. Halb so viel. Aber man kann es essen. Aber besser als gar nichts auf jeden Fall. Ja, also ich muss auch sagen, klar, ich fühle das schon Cornflakes ohne Zucker. Ist ja auch gesund, natürlich. Aber dann kann ich halt auch Haferflocken essen. Da brauche ich keine Cornflakes. Also so sehe ich das halt irgendwie. Ah, verstehe. Ich habe gar keine Milch. Hast du dir eigentlich einen Wecker gestellt? Nee, ich halte es doch vor. Aber stimmt, ich kann es reinmachen. Okay. Aber Lina, jetzt hast du verraten. Jetzt muss man rausmuten, was verraten, was das Öl ist. Genau, für die Blum. Während Ben am Kochen ist, könnt ihr ein Like und ein Abo dalassen. Ihr hört mich aber noch. Ha. Ja, das stimmt. Ich koche. Bin am Kochen. Herzlich am Kochen. Au! Spaß. Okay, die konnten jetzt ein bisschen ein. Yeah, ist auch einweichen tatsächlich ist von der Konsistenz her sehr vergleichbar mit den Spaces, finde ich. Ja, vielleicht ist das auch dieselbe Marke, weil die kam auch so zur selben Zeit. Weil wir können ja die Unternehmen checken. Okay, die kommen von Green Grizzly GmbH. Okay. Ja gut, die werden halt von Spaces GmbH kommen. Spaces gab es ja auch schon vor Crow, oder? Hat Crow da sich nicht eingekauft nur? Weiß ich nicht, bin dumm. Steht hier unabhängig davon. Spaces GmbH, ja. In Essen auch und die anderen sind in Berlin. Dann machen wir jetzt ein Battle. Was ist besser? Okay. Die eine Firma das ist da besser als 15 Gramm Zucker wahrscheinlich. Ach so, ja, kannst du haben. Dann mach rein damit. Ist okay, aber der direkte Konkurrent ist ja Cinnaminis.
logischerweise. Bäh. Und da hält es nicht mit. Es schmeckt ein bisschen nach Pappe. Lecker. Nee, ich finde das richtig eklig. Echt jetzt? Ich bräu das richtig. Die anderen sind besser. Tut mir leid, wieder Welt. Ja, ich finde das... Ich habe dir das gekocht. Ja, ich finde das richtig... Ich dachte, 15 Gramm Zucker, das knallt. Nee. Nee, das war ein Griff ins Klo. Also das kann ich nicht so... Mein Geschmack trifft es nicht. Es ist halt ein Mittelweg. Bisschen gesünder halt, ne? Ja, das werden wir jetzt natürlich dann auf die 3 packen. Und dann haben wir noch 2 und 1. Mhm. Siehst du, ich hab dir gesagt, Vita-Welt. Ja. Das ist nämlich schon süffig. Das kann man schon geil trinken. Süffig, das klingt so eklig. Süffig, okay. Was nehmen wir? Wir nehmen Jokolade. Ja, Jokolade. Darauf haben wir jetzt echt Okay, ich habe Vollmilch und? Ich habe weiße Schokolade mit karamellisierten Haselnüssen, Coffee-Biscuits und Basic. Also Verpackung ist geil. Wir haben doch 7. Dann hoffen wir mal, dass die Pizza am Burner ist. Oder richtig Burner, scheiße was, ist. Im Sinne des Wortes. Die muss jetzt verbrennen lassen, damit wir die auf die 7 packen können. Das, unser ganzes Rating macht gar keinen Sinn, Elina. Oh, scheiße. Okay, dann machen wir... Was muss ich im Kopf? Machen das Voting neu. Wir haben also jetzt noch 1, 2 und 3. Mit der Capital Bra 5-fach Käse, Pizza, Quattro Formaggi, Überding. Mhm. Jokolade, die wir jetzt testen, und Gönnergy. So. Oh, ich freue mich so auf die Jokolade, Alter. Ja, Schokolade, ich bin übelst, also ich bin krank. Ich mag auch Schokolade viel lieber als Chips und so. So sieht die übrigens aus, wenn man sie auspackt. Also Design ist auch kreativ, feier ich. Da steht halt Jokolade so mäßig drauf. Das ist schon cool, kann man schon machen. Ein goldenes Ticket. Nein. Du hast eine unterschriebene. Ich habe eine unterschriebene. Hast du for real, die ist nicht unterschrieben. Nee. Hä, ist das selten? Ah, nee, warte. Wenn wir 5 solche Tafeln haben, kann man den zusammenkleben. Hier, ich habe sein Bein. Ich habe seinen Kopf. Kann man den zusammenkleben? Ja, der hat keinen Oberkörper. Ja, perfekt. Aber es bringt, das Autogramm ist einfach dieses Part vom Bild. Genau, ja, ja. Okay, ja, ich verstehe. Oh, so, jetzt muss ich mir dann mehr Jokolade. Dann broke ich die mal. Jetzt habe ich einmal Jokolade hier in der Hand. Ja, arschgeil, also kannst du auch nicht viel falsch machen, glaube ich. Also das schmeckt übel geil. Naja, so wie ich bei Cornflakes gelernt habe, kann man da richtig viel falsch machen. No offense. Naja, Elina, aber das hat auch dreimal so viel Zucker. Man muss auch mal was investieren, wenn man snacken will. Mmh, lecker, schmecker. Okay. Ich teste mal die weiße noch. Sie sieht genauso aus, nur halt weiß, logischerweise. Ja, die ist so modern, auf so Cookie-Crisp. Die schmeckt mir besser, aber die ist auch geil. Ich sage 1. 1? Ja, ja. Weil ich muss ja taktisch denken. Ich mag Pizza schon, aber ich bin kein krasser Pizza-Fan. Mhm. Und ich trinke auch nie Energy. Nie. Mhm. Wirklich nie. Ich habe das letzte Mal Energy getrunken, als ihr hier alle hier wart und ich eins übrig hatte. Mhm. Und davor jahrelang gar nicht. Mhm. Ich habe es nur getrunken, weil es hier rumlag. Mhm. Deswegen vermute ich, ich würde auch denken, dass ich das hier nicht mal auf die 3 von 10 packen würde. Mhm. Müssen jetzt natürlich, aber theoretisch schon. Mhm. Deswegen sage ich 1. Oh. Oh. Ich auch. Ich nehme auch die 1. Und das gar nicht, weil ich Joko so gern mag, sondern weil ich Schokolade so gerne mag. Dann kommen wir jetzt zu Gönnergy. Wir haben Raspberry Cheesecake. Tropical muss ja am meisten ballern. Das soll so ein alles oder nichts. Entweder man liebt es oder man hasst irgendwie, oder? Habe ich mal gehört. Dann das hier ist Sweet Lemon. Das ist eine neue Sorte. Das ist neu und das aber alt, ne? Blueberry Coconut. Kokosnuss mag ich nicht so. Ich trinke. Ah, es kann sein, dass das jetzt hier komplett überschäumt. Ich bin gespannt, was du sagst. Wobei, ich hätte lieber. Ja, also ich muss realistisch sagen, unwahrscheinlich, dass das mir schmeckt. Weil ich bin einfach. Erstens, ich trinke keinen Süßstoff. Ich bin es nicht gewohnt einfach. Und zweitens, ich trinke keinen Energies. Aber ich bin vielleicht sehr gespannt. Willst du das wirklich aus der Dose trinken? Ach so, willst du auch? Nee, ich habe das eh probiert schon. Okay. Ich bin gespannt, was du zu dem sagst. Ich glaub, also, das riecht Design 1 mit Sternchen. Geruch auch nice. Ich glaube, das ist auch eine neue Sorte, wenn ich jetzt nicht ganz dumm bin. Bonnie schmeckt besser, als ich gedacht hätte. Okay. Ich reiche dir gleich das nächste an. Das kann man safe trinken, schmeckt nice. Ich will jetzt nicht zu viel trinken, das schmeckt geil, safe. Pass auf, du musst das hier probieren. Ja, das wird mir beruf. Das sind die alten Sorten. Aber das ist so ein Alles-oder-nichts-Ding, das hier, ne? Mhm. Okay, das ist jetzt Cheese. Oh, der Geruch. Das schmeckt mir safe nicht. Das schmeckt anders, als es riecht. Mhm. Man kann es gut trinken. Es ist süffig. Es ist wieder süffig, Alter. Schlechter als die andere Sorte, aber kann man safe trinken, oder würde ich trinken. Ja. Das ist eine neue, ne? Die mag ich gerne. Davon hätte ich ein Gläschen gerne. Okay, ja klar. Können Sie mir bitte in das Rabaukenglas. Können Sie mir was einschenken, der Herr? Oh, das ist ja nett. Ich mach dir das. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, ich trinke. Es hört einfach nicht mehr auf. Ja, es ist halt arschviel drin, ne?
Das ist meine Lieblingssorte. Schmeckt auch gut, safe. Das ist meine Lieblingssorte von allen. Da verstehe ich aber gar nicht, als das neu rausgekommen ist, Gönnergy allgemein. Mhm. Das war ein richtiger Trend auf TikTok, das zu trinken. TikTok habe ich gerade gesagt. TikTok, das zu trinken und zu sagen, das schmeckt wie Arsch. Ja. Aber es ist ja komplett, es schmeckt nicht wie Arsch. Das ist komplett dummer Call. Weil ich bin ja so ein Paradeexemplar, dem es eigentlich nicht schmecken dürfte. Ja, aber jetzt, wenn du, Ja, okay. Ja, die war auch, also diese rote. Diese rote war, also ich muss sagen. Aber ich würde auch, wenn ich jetzt ins Regal greife, auch nicht Cheesecake nehmen. Würde ich auch niemals im Leben machen. Finde ich auch eine sehr wilde Kombo, dass so gerade als die erinnern mich an die Spaceys. Weiß auch Heidelbeers. Aber Blaubeere, Kokosnuss. Und Kokosnuss ist auch so. Mm. Mir schmeckt halt Kokosnuss nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn dir Kokosnuss schmeckt, dass das geil ist. Es schmeckt, schmeckt schon gut. Mhm. Ich finde grüner Apfel oder grün irgendwas. Irgendwas Grünes war es. Ich würde sogar das Ding, ich würde es auf die 2 hauen. Ich glaube schon. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte mich überrascht selbst auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schmeckt, Real Talk. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, mir schmeckt es nicht. Aber es ist, man kann es geil trinken, ja. Ah, das bin ich überrascht. Das erklärt auch, weil ich war ja jetzt einkaufen, die ganzen Produkte. Mhm. Gönnergy mit Abstand am präsentesten. Ja, es gibt mehr Gönnergy in den Läden als alles hier zusammen. Ja, das ist true. Also deswegen, also eigentlich konnte es gar nicht scheiße schmecken. Es hätte sich das nicht so durchgesetzt. Aber es ist nice, safe. Ja, also vor allem die neuen Sorten finde ich mega nice. Also eine 2. 2. Und jetzt die Pizza. Ab the Pizza. Funny Fact, ich habe ja hier ein, ich wollte sagen, mal Samurai schon sagen, ich habe hier ein original japanisches Messer, das wird mir wirklich aus Japan zugeschickt, das hat ja auch so Schriftzeichen. Mhm. Und das habe ich geschärft erst. Wow. Ich habe es geschärft, das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich es benutze, nachdem es geschärft wurde. Und ich zeige dir jetzt mal, wie scharf das ist. Lecker Metall. Ich kann wirklich, das ist richtig strong. Ich kann wirklich einfach das machen. Wow, wie du die Pizza geschnitten hast, aber es ist jetzt super unsatisfying. Ja, du hast so einfach. Es ist voll enttäuschend irgendwie. Hä, ist doch voll gut. Hallo? Ja, ich wollte jetzt ein bisschen flexen. Aber du hast mich beeindruckt. Okay, warte, ich mache hier so ein Stück. Also sieht geil aus, kann man nicht sagen. Sieht halt aus wie eine Pizza. Das ist total verwirrend, wenn man Linkshänder schneidet. Ja, das ist dein Stück. Aber das ist so heiß. Ich hasse heißes Essen. Ich hasse es, wenn ich mich schnauze. Es ist schon scharf. Okay. Ich lasse das trotzdem hier liegen, als Flex. Es riecht geil, es sieht geil aus, aber wir haben ja eh schon den Platz. Welcher Platz ist übrig? 3. 3, stimmt. Na, 3 ist aber auch gut. Von 7? 3 von 7? Wedel, meine Pizza. Nicht geht, ist nicht so heiß. Ehrlich, ich bin da sehr empfindlich. Ich habe eine frische Zunge. Ich finde es eine gute 3. Weiß ich nicht. Schmeckt halt wie jede andere Käsepizza. Ja, das stimmt. Schmeckt wie jede andere Käsepizza. Das muss man ja sagen. Zum Beispiel bei Spaceys. Klar, die haben wir jetzt natürlich ein bisschen gehatet. Man muss aber sagen, da hat sich jemand hingesetzt, das ist ein neues Produkt. Das ist neu. Mhm. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, das ist das perfekte Beispiel. Das gibt es 20 Mal schon. Mhm. Also das schmeckt auch wie die anderen 20, kein Unterschied. Mhm. Das muss man natürlich auch wieder gucken. Ne? Das ist natürlich das Ding. Das finde ich halt auch bei Gönnergy. Das ist halt ein neues Produkt. So ein Energy, was jetzt so, na okay, es gibt natürlich Monster und so, ja, aber ist schon. Also die Pizza haut mich nicht um. Gibt bessere Tiefkühlpizzen. Ich finde sie so lecker. 3 ist, ja, ich hätte sie jetzt nicht auf die 3 gepackt, ich hätte sie schon niedriger gepackt. Aber kann man essen, würde ich sagen. Das war's. Wir haben alle geratet. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.